Dieses Video wird euch präsentiert durch EA Game Changers. Danke für das Bereitstellen des Keys EA. Und jetzt viel Spaß bei The Sims 4. Werde berühmt mit dem Zusammenschnitt aus dem Livestream. Und keine Sorge, The Sims 4 Staffel 7 wird bald weitergehen. Wir müssen allerdings auf ein paar kleine Updates von diversen Modifikationen warten. So wie das immer ist bei einem großen Patch. Ich muss vor allen Dingen auch noch mal was essen zwischendrin, sonst darf ich wirklich. Das neueste Video von Edward schlägt gewaltige Wellen, ist für einen Preis nominiert. Verfolge am Sonntag um 19 Uhr die neueste Preisverleihung, um herauszufinden, wer gewonnen hat. Oh, Leute! Unser erstes Video und gleich ein Preis! Yes! Yes, girl! Sonntag um 19 Uhr, okay. Täglich und pro Aufrufe gezahlt. Wow, klasse! Krass! Okay, das hätte ich nie gedacht. Okay, Geschicklichkeit verbessern, damit dann auch noch unsere Qualität... Hey, bis das Video echt mal. Als ob er nominiert wurde. Ist das dann, wann um 19 Uhr? Wann war das jetzt? Was? Nächsten Sonntag um 19 Uhr müssen wir eine Preisverleihung mitverfolgen. Ich weiß noch nicht, wo. Also bis jetzt finde ich die Erweiterung echt faszinierend. Das haben sie doch schon sehr schön... Nein, ich bin ja quatsch nur nicht ins Bett. Du hast kein Sozialleben. Beschwer dich über dein Liebesleben. Hab ich doch gerade schon. Hab darüber geredet, dass ich lange kein Würstchen mehr gesehen habe. Gott, meine Güte, okay. Hi, ich bin voll die geknickte Blume und krieg den Stängel einfach nicht mehr hoch. Oh Gott, warum? Warum redet über normale Themen? Hey, dafür ist ganz schön heiß hier drin. Ja, ich weiß, das bin ich. Ja, wir brauchen jetzt unbedingt Geld, ne? Ja, weil das Haus ist schon so ein bisschen teuer und verdient jetzt mal Geld und so. Okay, redet bitte über normale Themen. Okay, dann geht jetzt schlafen. Sie geht in ihren Schuh! Oh mein Gott, sie geht in ihren Schuh! Steuerung, kaufen. Ich kann Sachen dafür kaufen. Biorhythmus-Optimierer. Sauber, fit und munter. Subliminalsender. Oh, das klingt irgendwie nicht so, als wäre... Okay, gut. Ist okay. Es ist okay. Ich habe das erwartet. Was ist los? Kannst du weiter schlafen, bitte? Geh da wieder rein. Alter, habt ihr das gesehen? Was ist los? Zählt so ein besser eigentlich als Sarg? Das ist ja schon ein bisschen Sarg-Charakter. Was für ein süßes Bild. Alle lieben es. Sabrina hat 12 Follower dazu gewonnen. Sie hat jetzt insgesamt 12 Follower. Und wie war das jetzt noch? Hä, aber man konnte doch immer voll das krasse Profil gründen, so mit so Social-Media-Updates. Wo ist denn das jetzt? Stufe 5. Außer man geht in die Karriere. Okay, alles klar. Dann lasse ich sie jetzt noch reden üben, weil sie brauchte ja eh Charisma, ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen mehr Charisma kann ja dann für die Arbeit nicht schaden. Wieso hat sie so komische Nieten an den Beinen? Na gut. Okay, also, heute ist unser Casting-Termin. Das bedeutet, wir müssen an die Stadt, wir müssen erstmal was essen. Öffnen, ist da ein bisschen davon, Pleasure. Sieht es bei ihm aus? Der muss erstmal Kaki machen. Das ist voll in Ordnung. Dann kannst du dir davon auch was nehmen. Hat sie schon die Hände gewaschen. Sehr gut. Ja, man sieht die Uhrzeit jetzt nicht. Es ist 9 Uhr im Spiel. Ist ein bisschen schwierig, wo ich das Overlay hinpacken soll. Oh, ah, oha. Oh, achso, wir kriegen diese Ohrhörer. Na gut, dann gibt uns diese Ohrhörer. Toll, Ohrhörer. Ego-Perspektive geht mit Shift-Tab. Einfach, dass man so irgendwelche Studios besichten kann oder so. Na gut, dann gehen wir dahin. Dann nehmen wir den Edward mit. Ja. Babsi-Todbringerin. Oh mein Gott, bring mir nicht den Tod. Please, bring mir nur einen Sub. Dankeschön für die Subscription. Danke für den Support. Vielen herzlichen Dank. Komm am Katzenkörbchen. Das ist ja ein sehr angesagter Ort. Da geht richtig die Party. Wow, übelst. Krass. Das ist das Fitnesscenter. Das ist das Museum. Oh, 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 oh.
Tantiemenbericht, Videos. Draginner Beauty Tips, mein erstes Make-up-Tutorial hat uns gerade 66 Simoleons gebracht. Ein Promi tritt in der Lounge auf und du solltest diese Gelegenheit beim Schopf packen oder zumindest einen Fuß in die Tür kriegen. Oh, 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 es tritt ein Promi auf? Wo, 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 wo? Okay. Oben oder unten? Oder wo? Oder wie? Oder was? Gehen wir mal hier hin. Sophilie, vielen Dank für die Subscription. Danke für den Support und die Unterstützung. Willkommen, Katzenkörbchen. Und wo tritt jetzt hier ein Promi auf? Ist das ein Promi? Deswegen glitzert der so, weil er ein Megastar ist. Und den gehen wir jetzt gleich mal anbaggern. Autogramm bitten, um Selfie bitten, um Umarmung bitten, versuchen vorzustellen. Bitten, ein Foto zu machen. Oh lol, wie läuft die denn rum? Ach, das ist ein Paparazzi. Ah, die hasse ich ja. Drehen Sie sich bitte. Oh, oh. Ja, also ich bin sie. Ah, krieg ich ein Autogramm von Ihnen. Oh, das wäre so toll, wenn ich ein Autogramm von Ihnen kriegen würde. Also hier, da, das ist. Oh. Am Kreis schnell am Ausrasten. Oh Gott, mein der beste Tag meines Lebens. Oh mein Gott, er hat vor ihm gefurzt und sie ist umgefallen und schläft. Was ist hier los? Was soll das? Der muss sich doch denken, was geht hier ab? Was ist los mit euch? Sie kommt rein und wuhuhu, wuhu, und stop. Pff, fällt erstmal in Ohnmacht und er furzt ihm voll Kanne vor die Fresse. Was ist falsch mit euch? Oh, was ist denn falsch mit euch? Alter. Ich glaube, sie ist halt ohnmächtig geworden. Das kann ich verstehen, aber es sah halt schon verdächtig nicht nach Ohnmacht, sondern nach Schlafen aus. Ich hätte gerne ein Selfie. Wäre voll schön. Ah, oh, danke. Ich bin übrigens ein berühmter YouTuber. Ich bin für den Preis nominiert. Was jetzt? Warum? Haben wir jetzt ein Foto Okay, ich habe von dem Foto nichts mitgekriegt, aber ich habe ein Foto gemacht. Wir haben telefonieren sind. Versuchen vorzustellen. Ja, ich glaube, er ist ein Megastar und wir sind noch nicht berühmt. Wir sollten das mal lassen. Er tritt jetzt hier auf. Was ist mit ihr? Du musst dich doch auch mal hier vorstellen. Um Umarmung bitten. Oh, das ist cringy. Wenn nicht noch mehr Schlimmes passiert, kann ich vielleicht noch mal einen letzten Bissen Essen nehmen. Das wäre ganz toll. Warum ist das Mikrofon so empfindlich? Ich bin ganz weit weg. Ahne es. Stars werden genauso nervig sein wie bei dem anderen Ding. Okay, sie ist jetzt beim Vorstellung, sie ist jetzt beim Casting. Ist das jetzt etwas, was man mitbekommt? Oder ist das so eine Rabbit Hole-Karriere? So eine scheiß Rabbit Hole-Sache. Ich dachte, das ist eine interaktive Karriere. Und sie ist halt einfach weg. Okay. Das ist ein bisschen doof, aber gut. Hoffentlich können wir den Auftritt irgendwie mitmachen. Können wir jetzt irgendwie unseren Social-Media-Status aktualisieren? So Simstagram-Story machen, damit jeder Bescheid weiß, dass wir voll krass sind. Oh, er macht voll smart mit ihm so im Hintergrund. Sehr gut. Ja, wir haben sogar 607 Subscriber inzwischen. Der Wahnsinn. Oh lol, die ist auch in Ohnmacht gefallen. Die Mädels gehen alle voll ab und kreischen und fallen in Ohnmacht. Oh, wir können ein Foto von ihm machen. Wir sind halt nett, wir fragen vorher nach. Hi, darf ich ein Foto von dir machen? Du denkst dir einfach so, ja, mach doch eh, das ist mir doch scheißegal. Oh mein Gott, der stellt sich in Pose. Oh mein Gott, oh, hi. Mit dem müssen wir versuchen, irgendwie was anzufangen. Oh, wir haben 187 Follower, wir sind ja voll krass. Mit Markus plaudern. Ja. Fotos, Fotos. Wie er sich in Pose stellt. Irre. Was wohl passiert, wenn wir uns vorstellen? Wird es dann richtig cringy? Kann ja nichts Schlimmes passieren, ja? Wir können es mal versuchen. Ich meine, er hat jetzt schon ein paar Mal mit uns geredet. Wir haben ja ein bisschen Charisma, haben wir ja aufgebaut. Vielleicht hilft das ja. Okay, ich glaube, er mag uns nicht.
Es tut mir so leid, ich wollte nicht cringy sein. Hallo, guten Tag. Oh mein Gott, da war so ein kleines Freundschaftsding. Dann dem erstmal Bewunderung ausdrücken. Das macht man so. Man drückt seine Bewunderung aus. Ich finde dich ja voll toll. Dein Bart sieht super gut aus zu den Haaren. Anziehung andeuten. Ich wollte es jetzt nicht übertreiben. Können auch seine Interessen fragen. Oh, ist ja voll hart, mit Celebrities in irgendeiner Weise Kontakt zu knüpfen. Romantik. Ja, nee, wir wollen es jetzt mal nicht so. Aber wir können Leute anbrüllen. Das finde ich halt super witzig. Oh mein Gott, der Knut. Die ist schon wieder in Ohnmacht gefallen. Also, der Typ ist halt cool. Der Typ ist halt cool. Wollen es jetzt nicht übertreiben. Wir können... Ja, nur zwei Interaktionen machen, das ist dann halt, sonst mag er uns am Ende nicht mehr. Da müssen wir das dran arbeiten, dass das eventuell in Zukunft dann schön wird. Gluck, 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 gluck. Was ist los? Haben die sich gerade hier über den unterhalten oder echauffiert oder sowas? Was ist das da überhaupt? Mariko Ichikawa. Sie sieht überhaupt nicht aus wie eine Japanerin und die Klamotten passen überhaupt nicht und sie ist ein Paparazzi und oh Gott. Oh, die sieht ja fancy aus. Hier ist ein Newcomer-Star, okay. Da kann man sonst nichts machen, okay, alles klar. Die glitzert noch nicht, die ist noch ein Newcomer. Könnt ihr auch mal versuchen, uns vorzustellen. Hi, du bist ein Newcomer, freut mich, dich kennenzulernen, ey. Hallo, schicke Kleidung. Ja, dein Make-up ist besser als deins, Bitch. Fragen wir sie nach Interessen. Andeuten, dass Vanessa überbewertet ist. Oh. Casting bestanden. Du bist wirklich eine Überraschung, Sabrina. Unsere Schauspieler waren auch schon früher bei Castings erfolgreich, aber normalerweise müssen wir dem Regisseur höhere Bestechungsgelder zahlen. Mach weiter so. Wenn wir weniger Bestechungsgelder zahlen müssen, schaffen wir es dieses Jahr vielleicht in die schwarzen Zahlen. Jai. Okay, die ist jetzt wieder gegangen. Alles klar. Können wir noch irgendwas machen? Ich will nicht noch ein Autogramm, das ist voll kacke. Könnt ihr mal fragen, ob wir ihn umarmen dürfen? Der hat ja auch die Ische da umarmt. Vielleicht umarmt er ja auch ihn. Vielleicht steht er ja dann auf uns oder so. Keine Ahnung, was geht. Da darf ich sie mal drücken. Puh, da muss ich dann auch ganz Körper desinfizieren. Was ist das denn? Oh, den müssen wir uns sowas von klar machen. Den müssen wir uns halt übelst klar machen. Was macht ihr jetzt weiter? Was ist hier los? Ist sie jetzt zu Hause? Nee, bring mal Sabrina wieder hierher. Das ist die total tolle Automusik. Das ist die total tolle Automusik. Nimm doch ein Video an und lass ein Abo da dran oder ein Baby.